Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Serious M3. Oh, before the first encounter. Wow. Wir sind in einer Tempelregion. Und wir müssen mit unserem coolen, fashionable Armband. Was mal hier? Tablet. Ich bin groß. Mein Gesicht ist das eines göttlichen Volk. Ich bin der Herrscher im Haus des Lebens. Okay. Ich nehme dann mal die Medaille davon. Horus-Schlüssel. Natürlich schenkt man mir das nicht. Ah, wo stecken sie denn? Hoppala. Ah. Wusste ich, dass da auch noch ein Gang ist. Komm, geht's ja. Hinten. Hab ich genau gesehen. Da ist noch einer. Wow, wow, wow. What the hell? To be or not to be? In dem Fall eher not to be. Okay, okay. Okay, ich hab schon verstanden, wie der Hase hier läuft. Einige. Nicht so brutal. So. Monkey, Monkey, du. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ein Granatenwerfer nicht so einen Speed drauf hat. Ich brauche einmal Resources. Oh. Ernsthaft, hier ist direkt schon das letzte? Nee. Sagen, steht da hinten noch jemand? Das war Osiris Schlüssel, der letzte. Hoppa. Smooth move. Oh. Außerdem sieht mir der Gegner ein bisschen zu Menkovi aus. Oh. Hört sich so an, als ob ich jetzt ziemlich umzingelt bin. Wow. What the hell? So. Päckchen. Überall immer diese Clears. Clear das. Oh nein, ein weiterer Clear. Mit dem Kopf. Ich würde sagen, ich höre hier auf jeden Fall noch mehr von den Typen. Das ist mir ein wenig zu. Nein, ist einer. Hier haben wir einen. Verleih für jeden! Okay, von der Seite schießen auch noch welche mit Shotgun. Space Monkeys. Bösartiges Space Monkeys? Ich komme mir gerade vor, als ob ich irgendeinen normalen x-beliebigen Shooter spiel, wenn ich einen Serious Sam Teil. Wundert mich eigentlich, dass keine Biomax kommen. Die werden ja normalerweise in solchen Situationen mal rangebracht. Ich glaube, das waren jetzt schon alle. Stupid Monkey! Yo! Oh, das ist doch mal richtig Bullshit. So viel dazu. K
habe nicht mehr allzu viele Granaten. Ja, super. So, habe ich jetzt ernsthaft den Affen erwischt gehabt? Okay, okay. Not bad. Mach mal die Biege. Wir haben ja jetzt alles. Das heißt, wir können hier unten rein. Oh. Was ist denn auch? The gate opens. Und ja, ich bin mir im Klaren, dass ich gerade eigentlich einen ziemlich großen Trupp Gegner, glaube ich, übrig gelassen hat, aber ganz ehrlich, das juckt mich nicht. Weil, ich weiß gar nicht, Highscore spielt sowieso eigentlich so gut wie kaum noch einer im Spiel. Also, wo man dann halt drauf gucken muss, dass man die meisten Kills hat. Man sieht gerade so viel. Netter Boden. So. Move, move, move. Hey, es ist die Menümusik. Okay. Stellt sich raus, die Pharaonen und die Götter waren in Wirklichkeit Aliens. Is online and spitting out plasma like a That's amazing. We finally got an actual piece of Syrian tech running. We learned everything we know from reverse engineering, but we've never been able to make any of their stuff work. Oh my god, do you realize what this Quinn, I'm glad you're happy, but there's a bar stool out there with my name on it, and if I'm not mistaken, we got one more of these things to get running. Oh, right. Sorry. Okay. The other power generator is over in Luxor. Get that spun up, and you can head for the showers. Copy that. Nice. Ja, damit haben wir dann den ersten Generator aktiviert. Das war dann jetzt alles das, was wir hier unten hätten machen können. Also so. Yeah. Zeit wieder an die Oberfläche zu gehen, wo wieder Clears, die Selbstmordbomben auf mich warten. So. Wir sind gleich draußen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt direkt abgeholt werde oder erst mich noch wieder zu irgendeinem Areal durchkämpfen muss. Der Musik nach kriege ich das nicht geschenkt. Da lang kann ich ja sowieso nicht. Aber hier lang kann ich. Oh nein. Der. Der Cyberdemon! Der Hell Knight! Ja, das war jetzt nicht der
härteste Boss, den wir seither bekämpft haben. Wir hätten ihn eigentlich auch mit C4 fertig machen können, so ist das nicht. Aber ich hatte jetzt genug Granatenwerfer-Munition. Dann reicht mir das eigentlich schon. Welcher von diesen Durchgängen war das denn nochmal? Scheiße. Dann hätte ich in den anderen reingucken müssen. Egal, wir haben den Level geschafft. Die dunkle Braut. Dun, 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 dun. Habe ich dann anscheinend direkt noch einen neuen Rekord für mich selbst aufgestellt. Oh, goody. Ja, dafür haben wir... Obwohl, so viele Gegner sind gar nicht übrig geblieben. Hm? Not too bad. Aber nur 3 von 8 Geheimnissen, weil weiß der Geier, wo die hier die Geheimnisse haben. Jetzt sind wir natürlich wieder so in einer schönen Höhle hier. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, dass das gutes Level Design für ein Series Jam ist. Ist jetzt nicht so, als ob da irgendwie Doom ist oder sowas. Ja, tief gelegene Untergrundlevel. Wir haben sowieso wieder Affen hier. Braucht gar nichts zu tun, als ob das nicht so wäre. Auf Close Range nehme ich mal besser die Shotgun. Doppelläufige, wohlgemerkt. Ja, sag ich doch, diese dämlichen Affen wieder. Ich sag, das hat für mich nicht wirklich viel mit. Wieso stehen die denn hier unten? Mein Start. Nummer 2 auch. Auf. Was hat sich jetzt geöffnet? Hat sich jetzt überhaupt was geöffnet? Danke, kein Interesse, Space Monkeys. Oh. Oh, yo, an das erinnere ich mich. Das ist jetzt einfach ein unnötiges Schalterrätsel, sag ich mal. So von einem Raum in den nächsten. Oh, ich habe meine Lieblingsgegner hier schon wieder irgendwo rumhängen. Wie der da. You what, mate? Da. Schaltiko. Das habe ich gesehen. Das habe ich genau gesehen. Verdammter Affe. Das ist auch noch so nervig, dass die sich dann auch noch so verstecken. Wer dachte, dass das eine gute Idee ist? Oh ja, packen wir einen Gegner rein, der die ganze Zeit aus dem Nichts auf dich zuspringt. In klaustrophorischen engen Gängen. Ach egal, ich reg mich dann einfach auf. Das bringt mir ja doch nichts. Ich weiß gar nicht, wie ich tun kann jetzt noch. Ach stimmt, hier drüben war noch einer. Kein Monkey See Monkey Doo heute. Oh, welche Enttäuschung. Da. Goodie Gumdrops. Spinnen!
meine liebsten Gegner. Könnte ich jedes Mal vor Freude einen Regenbogen durch Luft schießen. Und ja, ich habe extra Schießen gedacht. Okay, einige von denen. Zack. Frissblut. Nö. Nein, ich möchte nicht Spider-Man werden. Spider-Man ist für mich persönlich der Aquaman von Marvel. Der einzige Held, wo ich nicht verstehe, warum der immer so ein Gejammer macht. Ah, gut, wir haben geschaved. An der Stelle werden wir den Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.